Tö-rö. Und damit herzlich willkommen zu einer Runde Minecraft Skywars auf dem GoMinerD.net Server. Das ist sozusagen mein erstes Mal mit diesem neuen Skywars Update. Es wurde ja ziemlich viel dran geändert. Auf jeden Fall ist ja auch das Tankkit etwas stärker. Das finde ich gut, weil ich recht gerne damit spiele. Auf jeden Fall möchte ich mich dafür bedanken, dass so viele Leute auf meinen Discord Server gejoint sind. Es sind sicher um die 20 Leute oder vielleicht sogar mehr. Grüße an euch alle. Der Link dazu ist auch unten in der Beschreibung. Fand ich auf jeden Fall cool, dass da so viele Leute gejoint sind. Und noch was anderes. Ich finde es cool, dass sich so verdammt viele Leute für Finnefund versus Zuschauer beworben haben. Es sind echt 19 Leute, die sich dafür beworben haben. Und ich werde mir demnächst jemanden davon aussuchen. Auf jeden Fall wird es dann wahrscheinlich erst nächste Woche beginnen. Auf jeden Fall könnt ihr euch auch schon mal darauf freuen. Dann sind wir schon foldiert. Das ist sehr gut. So, dort hinten ist ein Spieler, der hat fast... Die haben beide fast kein Equipment. Das ist ja sehr gut. Dann können wir ab in die Mitte. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich noch irgendwas sagen kann. Vielleicht schon, dass ich ab heute, wenn ihr das Video seht, wahrscheinlich öfters auf meinem Discord online bin, weil der Discord-Server ist jetzt so ein bisschen dafür da, dass ich mit meiner Community ein bisschen spiele, weil ich darauf auch irgendwie Bock habe. Aber ich bin nicht die ganze Zeit online. Ich bin nicht sonderlich viel zur Zeit am Computer. Aber hin und wieder wird sich schon etwas ergeben. Ich werde mir mal dieses Schwert schnappen, weil wir haben nicht einmal ein Diamantschwert. Das ist ja schlimm. Dann machen wir jetzt folgendes. Ich gehe zurück zu meiner Base, hol mir ein Diamantschwert und dann sehen wir uns wieder. So, wir haben zwei Diamantschwerter. Damit gehen wir in die Mitte, enchanten die beiden Schwerter, gehen zum Armboss, craften die zusammen und haben Sharpness 2. Okay, jetzt haben wir echt gutes Equipment. Ich hoffe, dass ich nicht hinuntergeschlagen werde. Sonst wird sich der Elefant ein bisschen aufregen müssen und das wäre nicht schön in dieser Aufnahme. Okay, der steckt sich hoch, das ist nicht gut, der... Schaut irgendwie herum. Kootunta. Ja, komm runter. Soll das, glaube ich, heißen. Ich weiß gar nicht, was er vorhat. Auf jeden Fall baue ich mich, glaube ich, mal hinüber zu dem anderen und hoffe, dass ich den besiegen kann. Und dann schauen wir mal, was der andere dort oben vorhat. Er baut sich jetzt eh hinunter. Hä, was hat er jetzt ernsthaft vor? Ich will mich ein bisschen einmischen, weil sonst ist diese Runde jetzt sehr langweilig. Wobei ist nicht alles von dem Elefanten langweilig, ich habe keine Ahnung. Feuerresistenz, Gäppel und dann würde ich sagen, gehen wir mal langsam drauf. Der ist auf jeden Fall tot. Dann heilen wir uns einmal und dann schauen wir mal, was der jetzt vorhat. Ich habe keine Ahnung. Der platziert Feuer. Hä? Jetzt brennt er selber und wir haben gewonnen. Chichi und Hörö. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, bewertet es zum Bad. Und ich verabschiede mich jetzt mit einem kräftigen Hörö. Und ich hoffe, ich sehe euch irgendwann mal auf dem Discord-Server.